Die Videos zu unseren Songs finden größtenteils im Freien statt. Und da ist man natürlich immer den Wetterverhältnissen ausgesetzt. Und ich kann mich da sehr gut an den Song Useless erinnern, da wir gedreht haben im Schwarzwald. Und da war es einer der heißesten Tage überhaupt. Und da war es tatsächlich so, wir haben auf einer Wiese gedreht. Und es war so heiß, dass die Kamera, mit der wir gedreht haben, die war so überhitzt, dass wir an ein Waldstück mussten, um die einzubuddeln, damit die abkühlt. Also es war wirklich sehr, sehr tough, die ganze Aktion. Und es war nicht der einzige Tag bei den Dreharbeiten von Santiers Videos. Also wir haben das öfters, dass wir sehr extremen Wetterverhältnissen ausgesetzt sind. And when you realize... Was ganz witzig war beim Video zu Hero of Your Life, da ging der Markus unfreiwillig baden. Also es war, wir haben am Fluss gedreht, bei uns im Nordschwarzwald. Und da war geplant, dass der Markus bei seinem Gitarrensolo, dass er auf so einem Fels im Fluss steht und dann eben sein Gitarrensolo performt. Musste da über so ein paar kleinere Steinchen drüber laufen natürlich, um auf den großen dann letztendlich zu gelangen. Und ich habe dann seine Gitarre gehalten, er wartet so über die Steine, die natürlich glitschig waren und wie man unschwer sich vorstellen kann, rutscht er natürlich aus. Ich fange ihn gerade noch mit der rechten Hand ab, habe in der linken die Gitarre, aber trotzdem, es war dann zu spät, er lag im Wasser. Und dann haben wir halt aus der Not eine Tugend gemacht, haben gesagt, jetzt bist du eh schon nass, dann mach doch einfach, perform doch das Lied einfach oder das Solo einfach dann auch im Wasser. Was er gemacht hat und war eine ganz witzige Sache. Wenn man es jetzt heute anguckt, das Video, dann wirkt es auf mich zumindest ganz, ganz erfrischend, sprichwörtlich. Wir haben uns entschieden, dass wir ein Singer-Songwriter-Projekt ins Leben rufen wollen und da finden wir die Natur einfach sehr wichtig. Das passt sehr gut zum Sound der Band. Und wir finden es auch immer sehr schön anzuschauen, wenn wir dann das Resultat sehen von den Videos. Wir drehen schon ganz gerne in der Natur. Es ist einfach irgendwie, da passiert immer was. Man ist eben nicht Herr des Wetters jetzt mal. Das heißt, es ist immer eine gewisse Spontanität drin. Indoor kann man natürlich da sehr viel mehr machen. Das heißt, es ist mitunter vielleicht auch nicht hundertprozentig perfekt immer, was man macht, weil eben man hat es nicht hundertprozentig in der Hand. Aber genau das macht es spannend und ich denke, die Natur passt wahrscheinlich doch ganz gut auch zu unseren Songs und deswegen denke ich mal, werden wir das zumindest in gewisser Weise auch weiterhin so fortführen.